Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. Ich glaube, wir sind das letzte Mal dem Typen hier entkommen. Aber es geht hier schon wieder weiter in der blutigen Kanalisation. Und ich weiß nicht, ob ich irgendetwas vergessen habe. Oh. Da ist wieder etwas gelaufen. Ich muss es wirklich schon etwas nennen. Ich bräuchte ganz, ganz dringend Batterien. Letzte Batterie. Oh Gott! Ach du Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Das heißt quasi, dass man tot aus dieser Anstalt nur noch rauskommt, oder wie? Jetzt. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Was wäre gewesen, wenn wir in der Frauenstation gewesen wären? Auch noch schieben. Nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht eine Batterie? Nein. Mann, Mann, Mann. Also wenn ich nicht so langsam bald Batterien finde. Ich sollte hier weg. Habe ich mich hier schon wieder selbst eingesperrt? Geht's hier weiter? Muss ich das Ding wirklich wegschieben? Ich habe doch keine Ahnung, was da drinnen ist. Ich muss. Und ich fliege jetzt wahrscheinlich gleich, weil das Ding die Tür auframmt. Was es auch war, es ist nicht mehr da.
Du Schande. Hinter welchen der Vorhängen ist jetzt was? Da ist hinter jedem Vorhang irgendwas. Ach, du Schande. Krankenbericht von Rick Trager. Oder Rick Trager. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über die Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Was auch immer ihr hier gemacht habt. Die Frage ist nur, schon wieder mal. Nee, ist es nicht. Ach du Schande. Schieb schneller, komm. Warum ist hier alles zugestellt? Okay. Der Sprung war zu kurz. Nein, nicht nochmal diese Verfolgungsjagd. Ich bin hier falsch, aber völlig falsch. Och, da ist ja wieder ein Abgrund. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ob ich es denn heute noch hinkriege? You can't hide!
Ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen, ne? Schon wieder. Ich komme da nicht rüber, oder? Ach, Moment mal. Ich bin von da nach da gesprungen, oder? Also muss es hier irgendwo weitergehen? Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Mach doch auf! No. You're gonna chase here, buddy. Ach du Scheiße! Wer ist denn das? You're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos. Aber nur ein ganz klein wenig. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna... Da ist der Ausgang. Take a stroll. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay. Lass mich doch raus. This way. Du bist krank? Nicht wieder ganz nach oben. Beziehungsweise die Frage, komme ich hier überhaupt wieder lebend raus? You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking. Auf alle Fälle folgen wir der Blutspur. Immer noch. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just need a second to wash up and no movies. And it'll give us a chance to talk. Kranke Schwein. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. Maybe people get scared. There's like the turn of God is anything else. I mean, God died. Pack die Säge weg. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens Nein. when all money's gone? Meine Finger. All money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for.
make you. Jetzt hat er auch noch eine Heckenschere. Nein! You paying attention? Don't pass that on me. There's so much for you to absorb. There. Better, right? Here's the way to you. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Der hat mir Finger abgeschnitten. Erstmal schön auf den Boden gekotzt. Boah, ist das widerlich. So, Leute. Aber ich muss hier leider eine kurze Aufnahmepause machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Outlast.